Hallihallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar geht es um die Nidertalbahn zwischen Bad Vilbel und Stockheim. Wir haben ein Release-Datum und zwar den 23. März 2023. Das heißt also, in gerade mal 6 Tagen wird die Nidertalbahn endlich released. Den Navtel-Live-Artikel findet ihr hier bei mir in der Videobeschreibung. Wir gucken uns zusammen den Artikel und die Bilder an. Also erstmal natürlich das hier, das sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Hier die Beleuchtung, das Artwork, der Wahnsinn. Ne? Wir gehen mal hier ein bisschen runter und gucken uns mal dieses Bild hier an, diesen Screenshot. Man achte hier mal auf die verschiedene, auf die neuen Vegetationsobjekte, die wir so vorher noch nicht kannten. Gut, ich kenne mich jetzt schlecht mit Bäumen aus, da muss ich noch ein bisschen Wissen nachholen. Kann euch jetzt leider nicht sagen, was genau hier für Bäume zu sehen sind. Aber auf jeden Fall sehr detailreich, auch wie zum Beispiel solche Kleinigkeiten wie diese Haartafel, die so ein kleines bisschen angeschrägt dort steht. Und da auch schon so ein bisschen verdreckt ist und so. Also das hat schon was. Hier die 628 natürlich mit, lässt sich schwer erkennen, aber hier mit dem Ziel Bad Vilbel. Hier mit dem roten Bundesbahn-Logo. Wir befinden uns im Jahre 1992 und mitgeliefert wird die Baureihe 682, 628. Das ist falsch hier. 628.2 oder nee? Doch, ja, doch, doch. Es müsste 628 sein, nicht 682. Hier haben wir den Führerstand, der auch wirklich schön ausmodelliert ist. Wir haben hier so ordentlich Texturen, die darauf hinweisen, dass hier schon, ja, schon etwas länger damit gefahren wurde. Ja, alles so ein bisschen verwittert schon. Wir haben hier die PZB verbaut. PZB 90 müsste das, glaube ich, sein. Ja, hier haben wir so eine Art, ist das so eine Art GSMR? Bin ich mir nicht ganz sicher, was das hier eigentlich ist. Hier haben wir die Geschwindigkeitsanzeigen, die Bremsanzeigen. Das ist, glaube ich, eine Uhr. Ja, das ist eine Uhr, ne? Hier haben wir den Bremshebel, den Fahrhebel, das müsste der Fahrtrichtungswender, glaube ich, sein. Also wirklich alles sehr, sehr schön. Hier die PZB-Einrichtung hat was, definitiv. Okay, ja, was steht hier dazu? So ein bisschen was zu der Geschichte der 628. Der Dieseltriebwagen gebaut in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, vor allen Dingen zwischen den 90ern und 2000ern, ganz, ganz viel im Einsatz gewesen auf Nebenbahnen. Ja, VMAX 120 km/h mit einem V12 Dieselmotor betrieben. Hier haben wir die 628 238-8 in Richtung Bad Vilbel unterwegs. Hier haben wir auch wieder neue Vegetationsobjekte. Das ist definitiv neu. Auch das hier vorne ist neu. Das hier vorne ist neu. Wir haben hier wirklich sehr schön ausmodelliert diese Strommasten, die da nebenher führen. Wir haben da einige Kirchen dort stehen. Also wir können bis weit in die Ferne gucken und das ist alles sehr, sehr schön ausmodelliert. Hier haben wir noch eine kleine Brücke, über die gefahren wird. Ja, das hat was. Und hier vorne sehen wir so ein bisschen, glaube ich, die Dieseldämpfe, die hier zu sehen sind. Es gibt insgesamt 54 Fahrplanfahrten, mit denen wir, ja, die können wir allesamt fahren zwischen Bad Vilbel und Stockheim. Einige haben davon Zwischenhalter, einige nicht. Auch hier wirklich wunderschön gemacht, oder? Also hier diese Vegetationsobjekte, hier so kleine Beeren. Seht ihr dieses Rote hier? Das sind, glaube ich, so kleine Beeren. Also herrlich, ne? Hier die 628, wie die hier entlang dieselt, da freue ich mich schon extrem drauf. Und was wir auch das erste Mal jetzt haben auf einer deutschen Strecke sind Formsignale. Seht ihr hier? Da hinten. Auch das wird natürlich hammermäßig, da Formsignale jetzt zu haben. Hier steht so ein bisschen was zu dem Fahrplan, wie das Ganze so aussieht, dass zwischen 9 und 12 Uhr gibt es 2 Züge pro Stunde. Später kommt dann noch ein dritter Zug mit dazu, beziehungsweise es gibt eine Doppeltraktion, die hier rumfährt. Und irgendwann entkuppeln die sich. Aus dieser Doppeltraktion werden 2 einzelne Züge und später am Tag werden diese Züge dann noch wieder zusammengefasst zu einem Zug. Und das Ganze ist auch im Fahrplan so mit drin. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht.
Was wir natürlich auch haben, die Leute, die die linke Rheinstrecke besitzen, die werden hier unter anderem die Baureihe 103 sehen, wie die hier an dieser Stelle einmal vorbeizischt, als KI-Verkehr. Lässt sich natürlich nicht fahren, weil das ist ja hauptsächlich eine Dieselstrecke, aber auf diesem kleinen elektrifizierten Abschnitt, da saust die 103 ab und an mal vorbei. Da kann man mal gut drauf achten. Auch hier, es sieht einfach schön aus in dieser Beleuchtung. Hier die 103 neben der 628, also da kann man nicht Nein zu sagen, ne? Wie gesagt, wir sind im Jahr 1992 oder 1993, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, übrigens wird die 628 auch auf der linken Rheinstrecke fahrbar sein. Also wer die linke Rheinstrecke wiederum besitzt, der kann dort auch mit der 628 dann fahren. Und zwar nicht nur KI-Verkehr, sondern wirklich im Fahrplan. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Da wussten wir lange nichts von. Die Baureihe 365, die da mitgeliefert wird, zusammen mit einem kleinen zweiachsigen Güterwagen ES50, heißt der, glaube ich. Ja, sieht sehr stark aus wie die Baureihe 363, ist auch im Grunde genommen das gleiche Außenmodell. Allerdings ist der Führerstand tatsächlich angepasst. Also es ist nicht eins zu eins der gleiche Führerstand wie die 363, sondern es ist angepasst auf die jeweilige Zeit. Also kein 1 zu 1, keine 1 zu 1 Kopie, Steuerung C, Steuerung V, sondern tatsächlich wurde schon ein bisschen mehr hineingesteckt. Das sieht auch einfach schön aus hier durch diesen dichten Wald, durch den man da durchfährt. Wie gesagt, und hier dieser ES50-Wagen, der hier mit dazu kommt, wo man ja die Zuckerrüben damit einfahren kann. Auch hier ein wundervoller Screenshot am Bahnübergang hier an einer Haltestelle. Wir haben hier wieder schöne Vegetationsobjekte, diese Beeren. Hier haben wir irgendwelche Nadelbäume. Keine Ahnung, was genau das ist. Dieses Glashaus hier hinten sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Gewächshaus. Ja, Bahnübergang natürlich hier, offene Schranken, die üblichen Assets hier so am Bahnsteig. Gebäude, die entsprechend passen, Autos, die entsprechend der Zeit angepasst sind. Hier vorne so ein Schaltkasten. Kann ich mir vorstellen, dass man den Bahnübergang damit manuell sichern kann oder muss. Also auf jeden Fall, da wird einiges so gameplay-technisch auf uns zukommen. 1992, so, das ist das Jahr. Hier nochmal ein Screenshot mit der 365. Auch hier können wir schön so in die Ferne gucken, mit Kirchen, mit ganz vielen Gebäuden. Die 365, wie sie vor sich herdieselt. Hier auch wieder, hier sieht man diese Pflanzen ganz gut, die ich vorhin noch meinte, mit diesen Beeren da dran. Das sieht schon ganz hübsch aus hier. Hier sowas, glaube ich, Brennnessel-mäßiges, hier vorne hohes Gras und so. Und hier auch das erste Mal jetzt im TSW ein BÜ-Signal. Ein BÜ-Signal kannten wir vorher auch noch nicht. Werden wir uns auch damit auseinandersetzen, was genau das ist, aber das seht ihr dann in 6 Tagen, wenn die Strecke rauskommt. Es gibt insgesamt 14 Stationen, 14 Haltestellen. Als Collectibles haben wir zeltische Statuen, irgendwelche Milchkannen, kaputte Bahnübergänge, die man Bahnübergangssignale oder Bahnübergangsschilder, die man reparieren muss. Und natürlich die üblichen Poster. Hier auch nochmal die 628 an einem Bahnsteig. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach schön. Es sieht einfach schon sehr, sehr idyllisch aus, allein durch die Screenshots. Ja, das war's. Die Niddertalbahn Bad Vilbel-Stockheim wird am 23. März released auf der Xbox One, auf der Xbox Series X, auf der Xbox Series S, auf der PlayStation 4, auf der PlayStation 5, im Epic Games Store und auf Steam für insgesamt 35,99 €. Heute Abend gibt es einen Livestream mit JD und Lukas und Ed von Trains in Germany, die dabei sind und die Strecke vorstellen werden. Heute Abend um 20 Uhr auf dem Kanal von Train Sim World. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe und schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu der Strecke, zu den Screenshots und ob ihr schon gespannt seid, ob ihr euch darauf freut. Lasst es mich gerne mal wissen. Ciao, ciao.